Hallihallo, liebe Leute da draußen. Schön, dass ihr wieder mal dabei seid bei einer Wolke. Bei einer Wolke King of Retail, ne? Eine Wolke vor allem. So. What? Ich hab. Hä? Geld? So. Ich bin irgendwie verwirrt. Warum? Warum? Jetzt erstmal ins Headquarter. Und. Achso, weil das Minus ist. Stell mal die Konzerngebühr rüber, weil früher hat man ja nur für die schlussendlichen Gewinne die Konzerngebühr gezahlt. Anscheinend ist das jetzt anders. Stell es mal auf 40% runter. 25. Gucken, wie sich das auswirkt. Und dann Heft. Geld einzahlen. Machen wir mal 2800. Dass wir da einfach mal auf 0 sind. Und dann gucken wir mal, was da jetzt dann passiert. Wir müssen den Laden ja wieder ein bisschen hochwirtschaften. Zum Laden gehen. So, die Schichten haben wir gut eingeteilt. Der Wochenplan ist erstellt. Ich habe eigentlich gedacht, dass es der Tagesmanager auch übernimmt, aber ja, dem ist wohl nicht so. Aber gut, wir haben das jetzt eingeplant. Wenn dann einer ausfällt, ist schlecht, aber kann man mit leben, würde ich sagen. So. Es passiert nichts. Spul ich mal ein bisschen vor hier. 6 Uhr, Laden macht auf. So, Waren haben wir ja noch genügend da. Da haben wir ja irgendwie ewig viel bestellt und es kommen auch noch relativ viele. Ach, das mit dem Mindestbestand habe ich gar noch nicht gemacht. Na gut, dann Tage mal noch einstellen. Müssen wir eh erstmal wieder hier Gewinne einfahren, damit wir uns wieder einen Laden anbieten können. Das fuckt mich immer noch ab, dass wir in dem anderen, dass uns das alles weggenommen wurde. Vor allem, wir haben nichts von der Warenwert wiederbekommen. Das ist echt schon ziemlich abgefuckt vom Game. Vor allem, weil das ja irgendwie mit dem Patch kam anscheinend. Also vorher war das ja mit den Konzerngebühren ja auch anders da. So. Frederike, du bist auch schon da? Ich habe dich doch auf doch eine Stunde später eingeteilt, oder? Oder? Naja, egal. Die Frederike, die machte schon. Hey! Hallo, kommst du rein in den Laden hier? Wer verkauft denn hier Schuhe? So. Komm mal rein hier, gönn dir was. Gönn dir, Hanna. Werbung habe ich jetzt zwar keine geschalten, aber gut. Ja. Paulina, die managt das hier. So, da kommt ein ganzer Kundenschwall. Hallihallo, Hallöchen. Kommen Sie ran, können Sie rausgucken. Jo, komm mal rein hier. Aber ihr müsstet doch eigentlich jetzt unseren Laden hier schon kennen, oder? Der hat sich doch jetzt so nur umgesprochen.
So. Ist irgendwie sehr pessimistisch, aber Hauptsache, sie geht was kaufen. Der Puh. Jo, was los, Dude? Du stehst hier vor den Schuhen. Schuhe. Kennst du das? Schon mal gehört? Tolle Erfindung. So. Jetzt kauf dir ein paar tolle Schuhe. Geht jetzt zu den teuren Schuhen rüber, oder was? Finde ich gut. Du kaufst jetzt nicht so ein paar Badeschlappen, oder? Alter, jetzt echt, du hast dich für die Badeschlappen beraten lassen? Willst du mich verarschen? Oh, Halleluja. So, Hallihallo, Hallöchen. Oh ja, da kommen Kunden hier. Servus. Geh rein, mein Dude. Oh, warte mal. Hey, warte mal, ich hab Schuhe, meine ich. Hemden habe ich nicht. Schwierig mit Hemden. Nicht mal das Geld von den ganzen. Alter, das ist. Kann ich eigentlich hier. Hab ich das hier eigentlich noch gespeichert? Warte mal, dann machen wir hier mal eine Farbanpassung. Oh ja. So, einfügen. Dann färben wir den ganzen Shop hier mal so ein. Zack, zapp, alles wird hier bunt. So, und hier noch ein bisschen. Ich könnte so im Strahl kotzen. Ich habe hier gesehen, dass man irgendwelche Schilder hier drauf machen kann. Geht nicht bei mir. Ich will die Kasse hier einfärben, Dude. So. Gut. Die Lieferung ist da. Hi, Dude. Hier, komm mal an. Hier, ich habe Schuhe. So, gut. Komm mal rein, kauf dir Schuhe. Na? Ist die Frederike schon am Auspacken? Nee, hä? Hat er nicht gesagt, die Lieferung ist da? Wo ist denn mit der Lieferung? Ach, da kommt er. Komm mal rein hier. Eigentlich müssten ja drei Verkäufer da sein, oder? Ach, die kommen gerade eben noch. Genau, zwei Verkäufer sind schon da. Und jetzt kommt hier noch Verstärkung. Ich müsste es hier eigentlich gar nicht auspacken, ne? So, die zwei nehmen eine Pause. Zwei Verkäufer, eine Kasse noch da. Hä? Wieso hat er die Kasse nicht zugemacht? Ich schließe mal den Anstellbereich. So, der eine packt schon mal aus.
Sehr gut. Das finde ich doch schon eher gut. So läuft der Laden. Gut. So. Marlon nimmt eine Pause. Marlon wäre was? Ach so, der zweite, der dritte Verkäufer. Jetzt kann man aber eigentlich ja auch dauerhaft echt Werbung schießen, dass hier was durchgeht. So viele Leute hier, die Leute kommen schon gar nicht mehr durch. Ja, aber das funktioniert so gut. Gefällt mir. Das gefällt mir. So. Mehr kauft dir ein paar Schuhe, Dude. Was für ein Pimmel hier. Hört sich interessant an, will sich aber nicht beraten lassen hier. Hier, Schuhe, komm her. So. Gut. Wieso ist der jetzt hier pinkig gewesen? So, die Paulina kommt schon. Bleib locker. Gut. Oh, jetzt habe ich die Kasse hier nicht angemalt. Das habe ich vergessen. Na, ihr drei. Drei von der Tanke. Die Dive vor der Kaffeemaschine. So, mehr hier. Kauf dir mal eine Hose. So. Hallo, hallo. Hä, was ist denn jetzt schon wieder? So. Hat denn da die Kasse nicht zugemacht? Was war denn da jetzt gerade mit der Kasse? Verstehe ich nicht. Warum ist denn da jetzt einer gegangen? Warum mache ich jetzt auf einmal so wenig Umsatz? Wir haben doch hier an solchen Tagen mal irgendwie 18.000 Euro Umsatz gemacht. Heute irgendwie nichts. 4.000 irgendwie. Irgendwas, also mit dem Update ist irgendwas passiert, ne? Aber ich habe keine Ahnung, was. Oh, gut. Rein. Hi. Oh, schade. Fast hätte ich ihn noch angesprochen. Fast. Kaufen aber echt weniger auch ein hier. Also, verhältnismäßig habe ich so das Gefühl. 4.000 Euro Umsatz ist jetzt. Ja, was wären es denn? 5, vielleicht 6.000? Was ist los? Marlon, magst du hier einen Türsteher oder? Was ist hier mit dir los? No. Pony näht. So, pass auf hier, ich habe Schuhe.
Hä? Nein. Das hatte ich doch auch gerade eben voll hochgedrückt gehabt. Also, ich weiß nicht, irgendwas stimmt hier nicht. Hallihallo, Hallöchen. Wir müssen auf jeden Fall jetzt unbedingt Werbung schießen. Ist ja nichts los. Nichts. Die kaufen alle hier nur für einen Apfel 18 Euro, Alter. Pff. So. Gut. Rein. Gönn dir was. Gönn dir was. Sonst kommt zwar immer wieder ein paar Kunden da reingetöpfelt, aber das ist halt. Ja, geil ist anders da halt, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Da steht schon wieder einer. Ein Unentschlossener, der nicht weiß, wie er den Eingang findet vom Laden. Hier, pass auf, wir haben Türen. Die sind voll toll. Weil wenn es kalt ist, bleibt das Kalte draußen. Und ja, wenn du nicht willst, dass man da reinkommt, machst du die Türen einfach zu. Super tolle Erfindung. Ah, ich habe keine Hemden, Entschuldigung. Aber vielleicht könnte ich gucken, ob ich den Laden jetzt erweitern kann. Hoho, das könnte ich mal machen. Vielleicht kann ich ihn einfach größer machen. Oh, das könnten wir mal ausprobieren. So. Gut, gut. Aber was ist denn, Timo geht nach Hause. Was ist, Timo, was ist denn schon wieder los, Alter? Wir hatten. Also der Timo, ne, der ist irgendwie immer randalieren, der Dude. Ja, ich weiß nicht, was der immer für Problemchen hat. Das muss ich, glaube ich, auch erstmal einspielen die Woche mit den freien Tagen und so. So. Gut, 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 gut. So. Oh, sehr interessant, sagt sie, und dann, ja gut, aber wenigstens ist sie begeisterungsfähig. Aha. So viel zum Thema begeisterungsfähig. So, dann müssen wir halt hier nochmal selber ein bisschen auffüllen. Der Laden dazu. Jeder nimmt sich noch ein Teilchen und dann gehen wir nach Hause. Also Lucy, komm. Christine, Feierabend für heute. No? Wir sehen uns ja, morgen oder so wieder, ne? So, Konzerngebühren sind jetzt noch 1000 Euro, okay. Dann Marlon Mai fühlt sich krank, okay. Käufe nachbestellen, alle hinzufügen. Ne, warte mal. Mindestlager hinzufügen.
20. Das macht es jetzt so. Und dann Mindestlager. Artikel hier hinziehen. Kannst du so nicht sagen. Ich weiß noch nicht so ganz, wie das hier funktioniert. Jetzt machen wir erstmal Fashion Lab. Nee, auch nicht die Enden. Und dann kommt in Nein, der Bauer. Warte mal, das ist die. Machen unsere vier Klientels. Wir haben, pushen wir hart. 4 Tage kaufen. Das war jetzt Fashion Lab. So klar. Bauer. Auch 4 Tage kaufen. So Konzerngebühr. Haben wir jetzt nur noch. Jetzt zahle ich. So, Sina war am Kurs, ne? Kann das jetzt machen. Und Jasmina hat auch einen Skillpunkt da. Sehr schön. Gut. Dann wollte ich das hier mal ausprobieren, ob ich denn jetzt ja. Oh, geil. Guck mal, wir können den hier. Ey, zurücksetzen. Wir können das echt jetzt erweitern. Wir haben kein Geld im Moment, ne? Ja, aber gut, da machen wir auf jeden Fall was. Ja, cool. Wenn wir den gekauft haben, können wir das so machen. Geil. Also, wissen wir es fürs nächste Mal, können wir da agieren. Gut, also, Schluss für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao mit V.